Ja, nicht Adele, sondern ich bin's, der Gusor. Er macht jetzt wieder eine Runde Clash of Clans. So, wir haben nichts. Ich habe mir gerade eine Kamera gekauft. Yeah! Aber eine gebrauchte, ey. Ich habe ja auch nicht die Kohle. So, da wird's dann demnächst. Nee, obwohl, da werdet ihr nicht viel mitkriegen von. Von der Fotografie. So. Ich glaube mal, den würde ich hier gerne mal reinreiten lassen, weil sehr, sehr geil. Hier richtig schön Einzelschaden weg, der halt gerade nicht da ist, der natürlich meiner Queen richtig schaden könnte. Und dann gucken wir mal, was wir hier so reißen können, weil hier jetzt können wir schön clearen. Hier ist keiner mit Flächenschaden, alles easy peasy. Und dann sollten wir da gut reinjackeln können. Erstmal schön laufen lassen hier. Genau, Leute. Lauft erstmal. Läuft bei euch. Aha. Der musste sein. Der musste einfach fucking nochmal sein. Da haben wir es offen. Und jetzt wird schön gehochzeitet, geheiratet, wie auch immer. Und er hat hier sogar noch irgendwelche Riesen am Start. Na, mal gucken, was wir hier so. Weil ich will mich natürlich nicht so lange mit der Queen mit denen aufhalten. Ist ja wohl ganz klar. So, jetzt haben wir hier noch drei Heiler, die wir eventuell für den King verbraten könnten. Mal schauen, ob das was wird hier. Jo. Na, jo, geht doch. Schade natürlich hier jetzt, dass wir hier so ein kleines Problem haben. Und schade, dass wir da gleich noch ein größeres Problem haben, weil der hier nämlich hier noch richtig irgendwelche Säcke hat hier, die ihm mal richtig auf den Sack gehen. Oh yeah, meine Heiler sind alle weg. Schade. Junge, mach den Heiler nicht kaputt. Zack. Oh, ja, ganz vergessen hier zu ragen, auf jeden Fall. Ja. Alter, die musste gerade richtig einstecken. Aber egal, wir wollten ja nur unser Zeug hier haben, aber obwohl, so viel ist noch nicht gekommen hier. Ich hätte ja gern mehr. Ich hätte ja theoretisch gerne mehr. So, ihr wisst natürlich selber, der Drache kann natürlich nicht geheilt werden, denn dies ist eine Lufttruppe. Diese kann durch einen Heiler leider nicht geheilt werden. Sonst könnten die sich nämlich gegenseitig auch selber heilen. Wäre natürlich eine ziemlich geile Nummer, trotzdem habe ich den Angriff total verkackt. Ja, so viel dazu. Das ist natürlich eher suboptimal. So, 2,8 Mille. Jetzt gucken wir uns nochmal ganz kurz an, was wir denn überhaupt aus der Sache rausziehen können. Also, sprich, aus der Base machen können. Wir haben beide dunkle Kasernen im Upgrade, das weiß ich. Soweit bin ich komplett informiert. Und ich weiß noch nicht, was ich mache als nächstes. Also, ich würde ja gerne mal Expo-Upgrade machen. Aber ich sag mal, da ist man mit 5 Millionen dabei auf Level 2. Ist natürlich jetzt auch nicht so wenig Kohle. Muss man ja jetzt auch mal sagen. Aber wen interessiert's? Wir machen das. Nein, ich schwöre. Schön für dich. Dann tu dies. Also, wie gesagt, die Expos wären richtig interessant. Luftschläger nicht. Die wären nicht so interessant. Die hat Nova so hingestellt. Nicht ich. Jetzt pusten die nämlich schön raus und dann natürlich von der Luftabwehr weg. So muss das sein. Mathebuch, okay. So, jetzt gucken wir mal. Wen wir hier noch checken können, würde ich mal sagen, war, dass wir hier noch einen kleinen Bogencheck hier hinten reinknallen. So, und hier sind wir im Clan die Clasher und da wollte der Zeptix gecheckt werden. Da gucken wir mal rein. Also 101, klar, ganz typisch, da sagt man ganz normal Town Hall 9. Dann fällt mir dazu auf. Mir stechen natürlich gleich immer diese Magiertürme ins Auge, wo ich sage, oh, das ist aber erst Town Hall 8 Niveau. Also die 6er jeweils, die auf jeden Fall noch hoch. Dann muss man aber wiederum sagen, dann hat er aber schon die Minenwerfer komplett oben. Dann den Expo, der auf Level 3, lasst mich lügen, 7 Millionen. Ich glaube, das sind 7 Millionen, die der kostet. Und das ist schon einiges auf jeden Fall. Von daher ist da schon ein bisschen was geflossen in die Base. Ansonsten, guck mal hier, das ist nur ein beiläufiger Tipp. Mit den beiden Bohrern nebeneinander stellen ist eine eigentlich doofe Idee.
Weil die Sache, die ist klar, wenn man die immer wieder abfarmt, ist das kein Thema, passt, alles easy. So, wenn du aber wirklich mal einmal nicht abfarmst, hat der natürlich hier gleich richtig schön volle Breitseite und kann dich richtig vernaschen. Das würde ich überlegen. Ansonsten, die Luftfeger gefallen mir richtig gut, dass die so aufgestellt sind. Das passt. Mauern sind grundsätzlich auch schon vollkommen okay. Hier sehen wir aber noch die 7er. Die müssen natürlich noch in 8er umgewandelt werden. Ganz klare Sache. Und hier, guck mal. Fläche, Einzel, Einzel, passt. Hier ist nochmal ein Einzel, okay, aber dann hier wieder der Wechsel, Einzelfläche, passt, ist in Ordnung. Ich könnte mir aber vorstellen, nur jetzt mal so, weil ich das hier sehe, du hast das alles schön weit draußen. Ich könnte mir vorstellen, dass deine Base relativ nackig ist, wenn man hier das erste Mal weggenommen hat. Aber du hast wiederum die Expos. Na, aber guck mal, wenn man denn nur noch die Expos hat und die Helden halt, die Minenwerfer sind, oh, das ist alles relativ weit außen, finde ich. Aber muss ja nicht schlecht sein, sage ich mal. Ansonsten, ja, Bogitürme halt langsam hochmachen. Klar, das, was man halt so machen, nach und nach machen kann. Ansonsten, mit dem Dunklen auf jeden Fall die Hexe auf 10, ganz klar. Und dann passt das. Ja, die stehen zwar ein bisschen sehr. Hier, das ist mega gut hier. Bam, bam. Ich stehe ein bisschen sehr dicht beieinander, aber ist jetzt auch kein. Ihr wisst, was ich meine. Wenn das hier gewünscht ist mit den geöffneten Sachen, ist das okay, wenn du dir was bei gedacht hast. Ich meine, gut, defenden kannst du ja in dem Bereich, aber du kannst natürlich mit dem richtig gut Flächenschaden machen, klar, aber mit dem ist ja nur bedingt möglich. Das heißt also, könntest ja Pech haben, wenn der was droppt, dass der in die Richtung. Klar, dann wird das relativ schnell von dem hier geklärt. Aber wenn es gewünscht ist und das so gut läuft, einwandfrei, weil du hast ja, wie gesagt, genügend Sachen. Die Kanone müsste es auch noch ganz genau. Das heißt also, die Truppe, die der Gegner da reinsetzt, der kriegt schon mal richtig auf den Sack. Ganz klar. Auf jeden Fall. Aber jetzt zum Beispiel Queen Walk. Ich packe da die Queen hin und da meine Heiler. Sind sie außerhalb der Range von der Luftabwehr? Und man könnte theoretisch rangehen. Dann nochmal als maueröffnendes Mittel ein paar Mauerbrecher reingeballert. Die sind ja gerade deine gesamte Death ist ja mehr oder weniger auf die Queen aus. Und dann könnte das natürlich relativ schnell reingehen. Und dann kommen wir eventuell relativ schnell zu diesem Problem mit, du hast deine gesamte Death außen gebaut. Wenn man nämlich dann hier in dem Bereich durch ist, hat man natürlich denn ich meine, ich spinne jetzt mal weiter, relativ schnell dein Rathaus, kann man jetzt auch nicht relativ schnell sagen, aber ihr wisst, was ich meine. Also mit dem Queen Walk, würde ich jetzt mal so sagen. Schauen wir mal, dann machen wir mal einen Wechsel, genau, dann machen wir mal einen Wechsel, dass wir mit dem anderen Account angreifen. Bis gleich. So, da sind wir wieder auf meinem Main-Account. Ah, und ich sehe, die Helden schlafen gerade noch. Ah, weil ich angegriffen wurde. Und zwar verteidigt habe, aber trotzdem schlafen die Helden natürlich. Ah, das ist natürlich eventuell nicht so toll. Das habe ich mir anders vorgestellt. Weil ich will jetzt nicht noch was jammen, weil der CW nämlich bald in der Tür steht. Also vor der Tür steht, wie auch immer. Oh, schade, ich wollte euch jetzt aber hier so ein bisschen entertainen. Kacke. So ist das Leben, so ist das Leben. Dann wird noch jemand gecheckt und ich mache jetzt hier mal meine Helden schön auf Boost. So, dann schauen wir uns mal den Robo Fire TV an. Der wurde leider auseinandergeräumt. Ich würde aber jetzt gerade mal so als erste Sache sagen: Level 53, das passt nicht mit Town Hall 8, auf jeden Fall nicht, würde ich sagen, weil du da noch nicht komplett so weit oben warst. Nicht weiter schlimm. Also bis, sage ich jetzt mal, Level 90, Level 95 kannst du dich auf jeden Fall im Town Hall 8 Bereich aufhalten. Ja, die Mauern hier nutzt du natürlich jetzt nicht so arg. Klar, ich habe die aber auch sonst mal erstmal hingestellt und fertig.
Aber grundsätzlich kann man die auch schon immer gut benutzen, um den Feind auch irgendwo hinzulenken. Also gar nicht mal so lange einfach nur so stehen lassen, sondern wirklich schon mal gucken, wie kann ich die eventuell hinstellen. Natürlich, klar, King nach oben, logisch. Und sonst gibt es da nicht viel zu sagen, weil ich will die jetzt nicht alle durchklickern hier. Luftabwehr, Minenwerfer, Minenwerfer, Luftabwehr. Nee, 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 nee. Das ist alles sehr, sehr dicht beieinander. Und du hast folgendes Problem, weil sobald man halt diese Mauer durchbricht, das sind ja nur zwei, sag ich jetzt mal, ist man halt eben eh so drin, dass man auch das Rathaus bekommt. Ist für dich jetzt in Silber nicht wirklich wichtig. Aber das würde ich nochmal überdenken. Das würde ich auf jeden Fall nochmal überdenken. Weil, wie gesagt, hier so mit Minenwerfer, so einmal ringsherum. Und dann aber wiederum die Lager doch weiter draußen. Nee, da such dir mal einfach, was weiß ich, einfach mal bei Google eingeben. Rathaus 8 Base. Ob du jetzt Trophy oder Farm, naja, Farm in dem Sinne. Wisst ihr, glaube ich, was ich meine. Wird ja ein bisschen schwierig. Aber das ist noch nicht so der Knüller. Gucken wir uns noch einen anderen an. Obwohl, nee. Ha! Die Helden sind gleich fertig. Drache. Drache habe ich jetzt leider gerade nicht. Und mit Gem. Ah, ich glaube, dieses Mal muss ich echt nochmal aufladen, ey. Also, ich habe ja die letzte verschenkt an Arle. Und stehe ich da. Muss selber nochmal. Ich muss mal gerade gucken, wie viel ich bei App Bounty habe. Wie viel Points. Ah, 2300, also naja, nochmal die Sache und dann geht das. So, jetzt gucken wir mal, wo wir angreifen können, aber erstmal gucken wir, was überhaupt unsere Truppen sind. Klar, also in der CB habe ich einen Max-Golem. Ich habe Magier ein bisschen sehr übertrieben, aber ich will jetzt, genau, also ihr wisst ja, was mein Ziel ist, habe ich ja beim letzten Mal erklärt, wirklich. Nicht mal mehr, also klar, es sei denn, es ist natürlich richtig geiler Loot, aber ansonsten wirklich schon echt mich zu konzentrieren auf Rathaus 10. Ich weiß, ihr werdet alle so hart lachen und sagen, hey, lasst das einfach mal. Aber da muss ich jetzt durch, jetzt muss ich einfach da durch. Fuking nochmal. Wir haben hier keinen King. Der ist gerade im Bau. Okay, los geht er. Der Peter. Ach, was hat hier? Zack, zack, zack. Und jetzt, dass die hier noch ein bisschen was rasieren. Nebenbei hauen wir nochmal einen Golem raus. Und ich setze jetzt schon mal die Helden. Ich weiß nicht, ob es richtig ist. Es könnte auch falsch sein. Und wir hauen. Nee, den. Den Heal hauen wir noch nicht raus. Ah, jetzt. Wenn die Queen hier nicht durchrennt. Ah, doch, ich. Ah, Heal ist total doof da, weil ich weiß es ja, ich weiß es ja. Ich hätte. Er wird ja nicht geheilt. Er wird ja nicht geheilt. Jetzt probieren wir mal die Luckys so ein bisschen. Und Rage bringt hier auch nicht mehr so viel. Und jetzt kommen die nicht mehr rüber. Die Truppen kommen nicht mehr rüber. Schisse! So, jetzt gucken wir mal. Queen wird noch geraged. Ich glaube, das war offiziell gar nichts. Aber wie gesagt, es muss ja erstmal dazu kommen, dass man hier so nach und nach dann irgendwann besser wird, weil sonst. Oh ja, die Queen macht hier noch. Und wenn da jetzt keine. Ka ja, schade, der X-Bow ist da. Der bringt natürlich nichts. Und der Golem kommt nicht durch. Okay. Ich muss mir das gleich nochmal angucken. Das geben wir uns gleich nochmal. Der Golem kommt natürlich jetzt raus, aber beziehungsweise rein, aber bringt natürlich nichts. Also da können die Bogies natürlich nichts mehr reißen. Ach, schade. Es hätte so schön sein können. Jetzt hat man natürlich ohne Ende Elixier und sowas verballert und Dunkles. Aber wie gesagt, scheiß drauf. Wirklich, ich muss da besser werden.
Und dann sehen wir, was los ist. So, ja, gewonnen, nicht wirklich. Aber ich hoffe, dass ich das dann besser hinbekomme. Wie gesagt, ich gebe alles, dass das was wird. Das war's von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch was. Ciao, ciao.